So, liebe Zuschauer, wir sind zurück hier im Forum Köpenick, im schönen Köpenick. Wir haben heute eine ganz, ganz tolle Gäste bei uns zu Gast an der WM-Bar. Neben mir sind Wolfgang Siedger und Sepp Meyer. Und von Ihnen gesehen, auf der linken Seite habe ich die bezaubernden Damen der ersten Damenmannschaft des FC Union. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Vielleicht mal ganz kurz ein Wort zu euch, die Jüngste im Bunde. Vielleicht mal ganz kurz deinen Namen und wie lange du jetzt beim FC Union schon spielst. Ich bin Latoya. Ich bin jetzt 18 Jahre alt und ich spiele jetzt meine dritte Saison für Union. Habe davon ein Jahr in der U17-Bundesliga gespielt und bin dann die ersten Frauen hoch und mache jetzt dann meine zweite Frauensaison. Alle Welt spricht immer über Männerfußball. Es ist gerade WM-Zeit. Es gibt auch Damenfußball und das mittlerweile immer prominenter. War Union eigentlich immer so ein Ziel schon, wo man unbedingt hin wollte? Ich muss sagen, dass ich seit klein auf Union-Fan bin. Dementsprechend habe ich mir so einen kleinen Traum damit erfüllt. Und man lebt auch den Verein. Also man kann nicht sagen, man spielt bei Union einfach so, sondern auch die Philosophie und auch man ist auf jeden Fall mit dem Herzen dabei. Nun ist mit 18 Jahren ja sicherlich auch noch die Schule aktuell. Passt denn das zusammen, dass man das miteinander irgendwie kombinieren kann oder wird es da langsam eng? Ich habe jetzt mein Abitur fertig gemacht. Darf ich fragen, mit was für einem Abschluss? Mit 1,0. Alter, also mit 1,0, jawohl, da kann man ruhig mal applaudieren. 1,0 absolviert das Abitur und das beim ambitionierten Fußball. Wie sieht es denn jetzt aus, Einstieg in die neue Saison? Auf welcher Position spielst du? Ich bin auf der sowohl rechten, aber auch linken Außenbahn. Sprich, ich flitze da mal hin und her und mache da meine Sprints und ja. Ihr habt die Managerin bei euch, also sozusagen die Betreuerin der Damenmannschaften. Vielleicht mal das Mikrofon weiter. Ein Wort zu dir selber. Macht einen sowas nicht stolz, also wenn man sieht, dass der Nachwuchs da so professionell gleich ranwächst? Ja, also in jedem Fall freuen wir uns über sportliche, aber auch neben dem Platz über die Erfolge. Und wenn wir das alles schaffen zu vereinbaren, dann glaube ich, haben wir viel für den Frauen- und Mädchenfußball auch gemacht. Wunderbar. Neben dir sitzt eine weitere junge Spielerin. Mit wie vielen Jahren fängt man denn so an? Oder wie war es denn bei dir? Mit wie vielen Jahren hast du denn angefangen beim Fußball? Oder mit Fußball? Angefangen eigentlich schon mit 4, aber wurde dann noch mal kurz unterbrochen durch eine kleine Leichtathletik-Karriere und dann ging das in der 5. Klasse wieder los. Seit wie vielen Jahren jetzt bei Union? Seit 2010. Kriegt man denn eigentlich, man hört immer im Fußball so, wenn man die Männer schaut, heute Morgen habe ich es gerade wieder gelesen im Internet, man redet immer über Spielerfrauen. Gibt es eigentlich auch Spielermänner im Fußball? Also kriegt man das? Würde mich auch mal interessieren jetzt, ja. Würde dich auch interessieren. Oder gibt es da so Spielermänner am Spielfeldrand? Ich glaube, bei uns ist einfach der Sport wichtig. nein, klar, wir haben Unterstützung am Rand. Vor allem, klar, Familie, Partner und so sind immer da. Da sind wir auch sehr stolz drauf, dass auch die Leute immer zugucken kommen und uns unterstützen. Aber generell ist bei uns einfach der Sport im Fokus. Da geht es gar nicht so drum. Okay. Jetzt steht Ihnen eine neue Saison bevor. Jeder spricht natürlich immer auch über Ambitionen. Das gehört einfach dazu, wenn man in so eine neue Saison einstiegt. Wie sieht es bei euch aus mit den Ambitionen? Naja, wir sind jetzt in dieser Saison Meister geworden bei uns in der Liga und wollen das natürlich in der nächsten Saison auch wieder machen. Also wir wollen unseren Titel verteidigen, so gut wie möglich absteigen, natürlich auch in den anderen Wettkämpfen, Berliner Pokal und so weiter. Und ja, einfach so gut es geht mit unseren Möglichkeiten oben mithalten. An die Managerin, die besten Voraussetzungen sind da. Junge, aktive, engagierte, gut ausgebildete Spielerin. Also für eure Saison erstmal viel, viel Erfolg und nochmal bitte einen Applaus für unsere Damen vom 1. FC Union. Ja, Wolfgang, ich würde vorschlagen, wieder mal ein Wort zu euch. Kommen wir mal so in die Historie nochmal, zu eure Spielerzeiten. Ich glaube, das war sehr interessant, dass man auch den Sepp Meyer kennengelernt hat, bevor er der große Star geworden ist. Jetzt wollen wir aber die großen Spiele, Sepp, besprechen oder so. Was bleibt dir besonders in Erinnerung? Was waren die wichtigsten Spiele, die wichtigsten Siege? Was waren so Schlüsselmomente? Es ist natürlich klar, dass das Beste ist natürlich, wenn du im eigenen Land Weltmeister wirst und noch im eigenen Stadion, das ist eines der wichtigsten Spiele. Dann darf ich ganz kurz, Polen, ja. Ich kann mich genau erinnern, diese Wasserschlacht, da war Wasser auf dem Platz bis zum geht nicht mehr. Czarmach, Lato, Gadocha, ein Traumsturm gehabt. Sepp, ich glaube, da hast du das größte Spiel. Du hast viele große Spiele gemacht, aber da hast du sensationell gehalten. So habe ich es in Erinnerung. Ich habe eigentlich, ohne mich loben zu wollen, ich habe sehr oft gut gehalten. Aber das war halt, aber das war halt vom Augenschein das Wichtigste. Gutes Spiel.
weil durch dieses Spiel, das wir jetzt gewonnen haben, sind wir ins Endspiel eingezogen, 74. Da war es das Wichtigste. Und dann kam doch noch das Holland natürlich in München. Die haben wir, die hätten auch gemeint, jetzt hauen wir die Deutschen weg, weil die waren ein bisschen hochnäsig. Aber Hochmut kommt vor dem Fall, wie es heißt. Ja. Haben wir 2-2 ins Endspiel gewonnen. Und das war das Größte für uns hier. Europapokalschlachten kann ich mich erinnern. Dynamo Dresden war ein ganz großartiges Spiel, Bayern München. Oder den ersten Europapokalsieg Bullerod in Nürnberg gegen Glasgow Rangers. Oder, ich glaube, Atletico Madrid, 118. Minute, Katze Schwarzenbeck. Katze wusste nicht, wo der Ball hin sollte, hat ins Tor geschossen, weil keiner freigestanden war vorher. War eine gute Idee, dadurch war ja das erste Mal Landesmeister. Das hätte er öfters machen sollen. Ja. Nein, es waren schon tolle Spiele dabei, muss ich echt sagen. Doch, doch. Also Weltmeisterschaft 74, ganz klar Nummer 1 und danach Europapokalschlachten. Ja, die drei Endspiele, 74, 75, 76, das hat es ja damals noch nicht gegeben, dass man halt dreimal hintereinander die Champions League gewinnt, wie es heute heißt. Jetzt hat es Real Madrid wieder nachgemacht und wir waren die Zweiten, vorher war es Ajax Amsterdam noch. Ich kann mich an Mexiko auch erinnern, 1970, Hitzeschlacht gegen... Ja, ich meine, neben mir steht eine Tomate. Dabei war es der Uwe Seeler mit seiner roten Glatze. So hat die Sonne runtergebrannt. Ja, das war das. Wir haben damals um 12 Uhr Mittag Fußball gespielt bei 40 Grad im Schatten. Ja, das war schon am Platz. War das 3-4 gegen Italien? Ne? Das ist nein, zuerst das 3-2 gegen England, wo die Engländer schon. Das war das Hinterkopftor. Wo die Engländer schon 2-0 geführt haben. Wir haben dann noch 3-2 gewonnen in der Verlängerung und dann kam England, das 4-3. Aber du bist auch als Spaßvogel bekannt. Ja, ich kann mich, hast du ja schon gesagt, die Katze von Anzing. Dann waren noch ein paar Sachen dabei im Olympiastadion, kann ich mich daran erinnern. Im Münchner Olympiastadion hast du mal nicht zum Ball gehechtet, sondern. Ja, weil es was langweilig war. Habe ich heute so eine kleine Ente wollte ich fangen im Olympiastadion. Und hast du die gekriegt? Nee, die war mir zu alt. Und dann kenne ich auch einen Spruch von dir, hast du irgendwann mal gesagt, du musst den Franz decken. Ja, kannst du mal die Geschichte, kannst du dich daran erinnern? Ja, Franz Beckenbauer hat mal so eine Serie gehabt, da hat er zwei gegen Hertha Eigentore geschossen. Und dann eins am nächsten Spieler kam, in München gegen den ersten FC Köln gespielt. Und dann hat er wieder eins geschossen. Also sind zwei Spiele, drei Eigentore. Ich glaube, das ist noch niemand sowas passiert. Aber am Franz, ja. Franz Beckenbauer, ne? Genau. Und dann war es halt Franz Beckenbauer. Dann war es halt so wieder bei Spielersitzung dann, wenn man sich vorbereitet aufs nächste Spiel, der Trainer macht wieder Spielersitzung. Und am Ende der Spielersitzung hat Udo Lattek gesagt, hat noch jemand was zu sagen? Hab gesagt, ja, ich Trainer was zu sagen. Sagt er zu mir, Sepp, du sagst uns nie was. Was willst du denn? Sagt er, ja, Trainer, Sie haben gesagt, der Katschi denkt den, der denkt den. Habe ich gesagt, aber wer denkt denn am Franz? Und der Franz sagt, du blöder Hund, hat er gesagt zu mir. Sag mal, Sepp, an der Stelle muss ich mal die Frage gestattet sein. Wenn man so viel internationale Erfahrung hat, bundesweit, so viel Spielerfahrung mitbringt, interessiert man sich heute eigentlich noch Fußball? Wenn ja, also im Detail auch in den einzelnen Städten in Berlin, in Deutschland? Und wenn ja, ist dir eigentlich der erste FC Union vorher schon bekannt gewesen? Ja, logisch, klar. Ja? Ja, sicher. Das ist genauso bekannt gewesen wie Hertha BSC. Jawohl. Ist denn das in der heutigen Zeit im Fußball, wir haben ja die Union-Spielerin bei uns, gibt es eigentlich Dinge, wenn es um die Nachwuchsförderung geht, die du dir heute mehr noch wünschen würdest oder wo sagst du, eigentlich sind wir komplett professionell aufgestellt? Also ich kann nur vom FC Bayern sprechen, da sind wir da komplett professionell aufgestellt. Aber ich glaube, wenn ein Bundesliga-Verein irgendwie was erreichen will, Dann muss er die Jugend fördern, weil anders geht es nicht. Ihr seid beim FC Bayern, ihr habt auch eine Damenmannschaft, die sehr, sehr erfolgreich spielt. Wir haben uns im Vorfeld schon mal dazu verständigt, auch die gehören zu den Top-Mannschaften mittlerweile in Deutschland. Besucht man die eigentlich manchmal? Sieht man auch solche Spiele oder gibt es da immer noch den Unterschied zwischen Männern und Frauen? Ja, den wird es auch immer geben, den Unterschied. Denn es ist auch na, zum Glück, ne? Auch sicher, auch im Tennis ist ein Unterschied, ob es Frauen oder Männer spielen. Es können die Frauen, aber Frauen spielen schon sehr gut Fußball, aber das werden sie nie erreichen, das Dynamische.
Yeah. Und die Schnelligkeit, das wären die Technik machen schon. Die ja. Technik können es reichen, aber die schnelle, dynamische, das geht gar nicht bei den Frauen. Das ist eine harte Ansage. Nee, gibt es eine Antwort darauf? Das geht nicht bei den Frauen. Aber ich würde schon sagen, dass ich mit meiner Schnelligkeit überzeuge, aber ich gleichzeitig nicht an irgendwelche Sprinter der großen Ligen an Männer rankomme. Also das ist ganz klar. Logisch. Okay, ja. Wolfgang, ich würde vorschlagen, eine Frage nehmen wir noch mit rein mit Sepp Maier. Vielleicht noch. Ja, ganz, also Sepp Maier hat es geschafft, 442 Bundesligaspiele in Serie zu machen. Das ist unfassbar, hat nie wieder einer geschafft und es wird auch keiner mehr schaffen. Sepp, die Frage jetzt an Sepp nochmal. Was ist dein Erfolgsgeheimnis? Wie hast du dieses alles geschafft? Also was kannst du jungen Menschen raten, wie man da hinkommt, wie man, ja, eine Sache muss ich auch noch loswerden. Der Sepp hat eine Ausbildung als Maschinenschlosser gemacht und hat als Vertragsspieler beim FC Bayern München halbtags als Maschinenbauer noch gearbeitet. Klar. Sepp, dein Erfolgsgeheimnis, wollen wir wissen. Mein Erfolgsgeheimnis, wenn man 442 Bundesliga in Serie haben will von 473, dann braucht man erstmal viel Glück dazu. Ich war zwar verletzt, man darf nicht zimperlich sein, dass man bei jedem Mal so schreit wie der Nehmer, wenn er hinfällt, sondern man muss ein Beißer sein, dann schafft man sowas und ehrgeizig. Und jungen Spielern, die wollen ja heute alle Bundesligaspieler werden. Was rätst du denen? Oh, das ist sehr schwierig. In der jetzigen Zeit ist es sehr, sehr schwierig, Top-Spieler zu werden, denn ich glaube, dass die Konkurrenz so groß ist und nur die Harten kommen in den Garten. So ist es, ja. Das ist doch ein wunderbarer Abschluss für unseren ganz kurzweiligen Talk und ich hoffe, es hat Ihnen zu Hause viel Freude bereitet, mal so ein paar Informationen auch von Sepp Maier, von unseren Union-Damen zu hören. Wir haben in jedem Falle mitgenommen, es ist viel, viel Ehrgeiz nötig, um in den Profisport sich weiter zu etablieren und Sepp hat es eben nochmal schon gesagt, nur die Harten kommen in den Garten, aber ein bisschen Glück, ein Funken Glück, das haben wir von allen heute gehört, gehört einfach mit dazu. Lieber Wolfgang, lieber Sepp, schön, dass ihr heute hier wart. Liebe Spieler von Union, herzlichen Dank dafür. Liebe Zuschauer, wir sehen uns hoffentlich weiterhin auch bei uns in der Region. Es ist eine sportliche Region. Sie sind jederzeit herzlich willkommen. Fußballerisch in jedem Falle beim ersten FC Union. Dankeschön und viel Spaß.